schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder falls du neu bist, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du diese schöne Einkaufstasche nähen kannst. Du kannst sie einfach so tragen, an der Hand oder wenn du hier am Tunnelzug ziehst, dann werden die Träger länger und du kannst sie über der Schulter tragen. Die Anleitung dazu habe ich bei Sewing Times gesehen und fand die Tasche so schön. Ich wollte sie unbedingt nachnähen und es gleichzeitig dir zeigen, wie man das macht. Also, ganz viel Spaß bei der Nähanleitung und ich hoffe, du holst jetzt deine Nähsachen und nähst mit. Ich habe die Stoffteile schon mal zugeschnitten, zweimal aus dem Oberstoff und zweimal aus dem Futterstoff. Mit den Maßen 50 x 45 cm, wobei die 50 cm die Breite der Tasche sind. Da mache ich jetzt auch weiter. Ich nehme mir jetzt einmal so einen Oberstoff, falte den einmal in der Mitte, also die 50 cm liegen so und dann falte ich das. Hier ist der Stoffbruch und da brauche ich eine Markierung für die Henkel der Tasche. Dann mache ich hier von oben einmal 6 cm und von der Seite auch 6 cm. Ich habe jetzt mein Lineal bei 6 cm angelegt und zeichne eine Linie auf den Stoff. So, das sind jetzt von oben sind das jetzt 6 cm und dann brauche ich noch von der Mitte aus 6 cm Abstand. Dann mache ich hier nochmal eine Markierung. Das sind jetzt die Markierungen für die Henkel, das schneiden wir gleich aus. Und jetzt brauchen wir noch Markierungen für den Boden der Tasche. Ich habe hier jetzt die offene Seite von meiner Tasche und da mache ich Markierungen bei 5 cm jeweils. Also von unten aus 5 cm und von der Seite auch 5 cm. Jetzt schneiden wir die Rechtecke, die wir hier eingezeichnet haben, aus. Hoppala. So sollte das dann bei dir aussehen. Einmal hier die Öffnung für die Henkel und dann die beiden Ecken für die Böden. Und das gleiche machst du jetzt mit den drei anderen Stoffteilen. Nachdem du bei allen Schnittteilen hier oben für die Henkel und die Ecken für die Böden ausgeschnitten hast, kannst du sie dann rechts aufeinander legen. Ich habe hier schon mal beide Teile zusammengesteckt, also einmal hier Oberstoff rechts aufeinander gelegt. Das werden wir jetzt zusammennähen. Einmal hier die Seiten mit einem Zentimeter Nahtzugabe und den Geradstich. Und hier unten den Boden. Das gleiche machen wir bei dem Futterstoff. Da lassen wir allerdings an der Seite eine kleine Wendeöffnung offen. Ich bügle jetzt noch alle Nähte auseinander, damit sie schön liegen. Es ist sowieso sehr ratsam, Nähte auseinander zu bügeln. Das sieht doch immer schöner aus. So, das haben wir jetzt geschafft. Das ist jetzt mein Oberstoff, da habe ich alle Nähte auseinander gebügelt. Genauso mache ich das jetzt beim Futterstoff. Als nächstes sind die Böden dran. Dazu nimmst du dir hier den Boden einmal und bringst Naht auf Naht aufeinander. Die haben wir ja jetzt schön auseinander gebügelt. Dann kann man sie auch schön übereinander legen. Dann fixiere ich das mit ein paar Stoffklammern direkt auf der Naht und hier an der Seite. Das ist genauso auf der anderen Seite. Bringe die beiden Nähte aufeinander und fixiere das Ganze. Das nähst du jetzt mit einem Zentimeter Nahtzugabe und dem Geradstich zusammen. Das gleiche machst du mit dem Futter. Den Boden habe ich jetzt bei dem Futter und auch bei der Tasche umgenäht und jetzt lege ich das Futter rechts auf rechts in die Tasche hinein und befestige die beiden Teile ineinander. Ich habe jetzt das Futter an die Tasche befestigt mit ein paar Stecknadeln und Stoffklammern. Jetzt machen wir weiter hier mit dem Henkel. Da messe ich von oben 4 cm ab. Genauso auf der anderen Seite von oben aus 4 cm abmessen. So. So genauso mache ich das jetzt auf der anderen Seite. Beginnt an der Markierung hier bei 4 cm von oben, nähst du einmal rundherum bis zur nächsten Markierung, auch mit einem Zentimeter Nahtzugabe und dem Geradstich.
Ich habe mir hier noch die Nahtzugaben von einem Zentimeter eingezeichnet, damit ich weiß, ab hier höre ich auf zu nähen, dann hebe ich den Nähfuß, drehe das Ganze und nähe hier weiter. Wir machen jetzt weiter mit der Tasche. Ich habe ja hier unten rum an dem Henkel dran genäht und werde hier in den Ecken einschneiden. Das mache ich jetzt an beiden Seiten. Ich schneide jetzt hier in die Ecke ein und passe auf, dass ich nicht in die Naht einschneide. So, kurz vor der Naht höre ich auf zu schneiden. Das mache ich dann an allen Seiten. Ich habe hier die Naht bis zu dieser Markierung und oben habe ich keine Naht. Das falte ich jetzt einfach hier um 1 cm um und genauso die andere Seite. Das fixiere ich einfach mit einer Stecknadel, damit das gut fest bleibt. Das mache ich jetzt an allen Seiten. Die Kanten habe ich jetzt an allen Seiten umgefaltet und mit einer Stecknadel befestigt. Hier wird später der Tunnelzug entstehen, durch das wir den Träger durchziehen. Aber vorher musst du hier den Rand schließen. Das machst du auch mit einem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe. Ich wende die Tasche jetzt auf die rechte Seite. Hier habe ich ja meine Wendeöffnung im Futterstoff und dann wende ich die Tasche. Ich drücke hier die Spitzen mit meinem Finger nach außen von den Trägern. Und da ist ja eine kleine Öffnung für einen Tunnelzug und da schaut immer mein Finger raus. Deswegen musste ich ein bisschen lachen. Oh. So. Tada! Naja. Noch nicht, tada! Die Tasche ist nicht fertig. Die Wendeöffnung können wir jetzt schließen, da wir die Tasche nicht mehr auf die rechte, auf die linke Seite wenden müssen. Wir haben es ja jetzt gerade auf die rechte Seite gewendet. Die Wendeöffnung kannst du einfach schließen, indem du knappkantig hier am Rand mit dem Geradstich entlang nähst oder du machst das ganz sauber mit dem Matratzenstich. Wie genau das funktioniert, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Das kannst du dir hier oben anschauen. Ich werde jetzt einfach mit dem Geradstich entlang nähen und die Wendeöffnung schließen. Als nächstes mache ich dann, dass ich hier die Ränder schön glatt bügle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe die Wendeöffnung geschlossen und die Ränder der Tasche glatt gebügelt. Als nächstes nähe ich hier oben knappkantig am Rand entlang und auch genauso auf dieser Seite einfach mit dem Geradstich und der Stichlänge 3. Ich habe hier rundherum knappkantig entlang genäht und hier habe ich das nicht gemacht, weil wir ja den Tunnelzug brauchen. Deswegen muss das hier offen bleiben und da brauchen wir eine Markierung. Der Tunnelzug ist 3 cm breit, deswegen mache ich hier von oben aus eine Markierung bei 3 cm an allen Seiten. Es könnte sein, dass du die Markierung wie ich schon hast, weil wir vorher ja Markierungen bei 4 cm gemacht haben und dann hier mit einem Zentimeter Nahtzugabe genäht haben und jetzt wäre die Markierung bei 3. Aber hier auf der Seite sieht man das nicht mehr so gut, deswegen zeichne ich das einfach nach. Du machst jetzt Folgendes, du nähst hier von dieser Markierung rundherum bis zur nächsten Markierung und das machst du auch auf der anderen Seite. Hier an der Ecke lasse ich die Nadel dann in die Tasche, hebe meinen Nähfuß und drehe die Tasche einmal um 90 Grad, um dann hier wieder knappkantig entlang zu nähen. Und dann nähst du wieder bis zur Markierung. Dadurch, dass ich hier jetzt drumherum genäht habe, habe ich hier eine kleine Öffnung. Damit hier der Tunnelzug entsteht, nähst du hier nochmal im Abstand von 3 cm von oben einmal rundherum. Also einmal von dieser Kante bis zur nächsten und auf der anderen Seite genauso. Ich orientiere mich hier an der 3 cm Markierung meiner Nähmaschine
um dann hier in einem Abstand von 3 cm am Rand entlang zu nähen. Die Tasche ist soweit fertig. Was noch fehlt, sind die Träger, die ich nähen muss und dann einmal durch den Tunnelzug einfädeln. Für den Tunnelzug habe ich jetzt einen Stoffstreifen zugeschnitten mit den Maßen 150 x 8 cm. Ich möchte nämlich gerne die Tasche so über die Schulter tragen, deswegen habe ich mal 150 cm genommen. Wenn du die Tasche einfach so tragen möchtest und nicht über die Schulter, dann kannst du 102 cm mal 8 cm nehmen. Ich habe jetzt mal 150 cm zugeschnitten, werde den Träger nähen und einmal durch die Tasche durchziehen und gucken, ob die Länge so richtig ist. Einfach mal austesten und dann schauen wir mal, wie viel Zentimeter wir die Träger machen. Aber vorerst werde ich die Träger umfalten und bügeln und dann nähen. Falls du wie ich nicht genug Stoff hattest, kannst du zwei Stoffteile zuschneiden und sie dann zusammennähen. Dann hast du die gewünschte Länge für deinen Träger. Den Stoffstreifen werde ich jetzt so umfalten und bügeln, dass er zum Träger wird. Also einmal in der Mitte falten und glatt bügeln. Und das mit dem ganzen Streifen. Das hast du jetzt einmal umgebügelt, dann musst du es wieder auffalten. Aber das war nicht umsonst, denn wir brauchen diese Bügelfalte, um die Ränder da drauf zu legen und dann wieder umzubügeln. Einmal den unteren Rand genau auf die Bügelfalte, die wir eben gebügelt haben, draufbügeln und dann die andere Seite genauso. Ich glaube, ich habe nicht die Bügelfalte getroffen. So, genau. Das ist ja die Mitte und dann nochmal die andere Seite. Das machst du jetzt mit dem ganzen Streifen. Und jetzt wird zum letzten Mal umgefaltet und gebügelt. Jetzt einmal nochmal in der Mitte falten und bügeln. Jetzt brauchen wir ein paar Stoffklammern. Nach dem Bügeln habe ich die Träger einfach mit ein paar Stoffklammern fixiert und jetzt nähen wir an beiden Seiten knappkantig mit dem Geradstich entlang. Den Anfang und das Ende von meinem Träger lasse ich offen, also so ungefähr 10 cm lässt du offen und dann fängst du an zu nähen. Hier am Ende lasse ich dann auch offen, so ungefähr 10 cm. Das nähen wir dann später zusammen. Okay. Ja, ja. Der nächste Schritt ist, den Träger jetzt in den Tunnelzug einzufädeln. Dazu nehme ich eine Sicherheitsnadel und ziehe dann den Träger durch den Tunnelzug. Ich verteile den Träger gleichmäßig über den Tunnelzug und dann teste ich mal aus, ob die Länge so in Ordnung ist für mich. So. So, ich würde das ja hier mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammennähen, deswegen befestige ich das einfach mit der Sicherheitsnadel und dann werde ich mal austesten, ob mir die Länge so gefällt. So, da müssen wir mal ein bisschen ziehen, hier an der Seite. Das verteilen. So, also wenn ich möchte, kann ich meine Tasche so tragen, aber wenn ich das über die Schulter tragen möchte, dann ziehe ich das einfach hier an beiden Seiten und dann trage ich die Tasche über die Schulter. Ich glaube, was meint ihr, ist die Länge so in Ordnung? Ich glaube, ich kürze das ein bisschen. Ich muss jetzt mal kurz darüber nachdenken, wie lange ich die Träger haben möchte und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt die Tasche mit dem Träger ein bisschen ausgetestet und habe die Träger um 10 cm gekürzt. Das fand ich dann doch ein bisschen zu lang, die 150 cm. Jetzt sind es halt 140 cm. Wir müssen noch die Träger zusammennähen. Das machen wir folgendermaßen. Jetzt drehe ich das einmal um, dass du das besser sehen kannst. Öffne die Träger einfach so. Und die andere Seite genauso. Und jetzt legst du die Träger hier
rechts auf rechts und nähst das mit einem Zentimeter Nahtzugabe und dem Geradstich zusammen. Die Naht habe ich auseinandergebügelt und den Träger falte ich jetzt genauso, wie ich das mit dem Rest vom Träger gemacht habe und nähe dann an beiden Seiten knappkantig mit dem Geradstich entlang. Und dann ist der Träger fertig. Und somit ist die Einkaufstasche auch fertig. Ich kann sie so tragen oder einfach hier an den Tunnelzug ziehen und dann über die Schulter tragen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann lass mir doch gerne einen Daumen hoch da und einen netten Kommentar, falls dir die Einkaufstasche doch etwas zu kompliziert war. Ich habe noch eine ganz einfache Einkaufstasche genäht. Die kannst du gerne nachnähen. Schau doch mal hier vorbei. Oder du magst vielleicht einen Shopper nähen. Dann kannst du dir dieses Video anschauen. Und jetzt wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende. Pass auf dich auf. Bleib gesund und nähbegeistert. Bis zum nächsten Mal.